Der Hochsommer ist vorbei und langsam neigt sich die Gartensaison langsam aber sicher dem Ende hinzu. Allerdings ist es halt immer noch ziemlich warm jetzt, auch wenn wir von der Woche einen ziemlichen Kälteeinbruch hatten. Aber jetzt sind halt die Nächte ein bisschen kühler, schadet ein bisschen den Gurken, aber den Tomaten geht es noch ziemlich gut. Aber heute in dem Gartenrundgang und im September möchte ich einfach mal euch zeigen, was sich bei mir so jetzt alles wieder getan hat, was meine Zukunftsaussichten jetzt so sind, die nächsten Pläne, die ich vorhabe, sowohl im Garten als auch im Internet und persönlich. Und ja, dann zeige ich euch noch, was ich so hier in meiner Ernte jetzt gerade eingeholt habe. So ein paar Tomaten und zeige euch ein paar Sorten. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass du heute eingeschaltet hast, hier an diesem schönen und entspannten Abend. Und ja, also was hat sich jetzt so die letzten Tage bei mir alles oder die letzten Monate alles bei mir so getan? Bis auf das Übliche mit Ernten, das Verarbeiten, an die Leute weitergeben. Habe ich auch jetzt angefangen, mit meinem Vater neue Beete anzulegen. Also wir haben jetzt schon angefangen umzugraben. Und da werden jetzt schon wieder einige Leute sagen, ja, umgraben, das ist doch dieses No-Dig-Verfahren, wo man Pappe auslegt mit Kompost und dann alles mulcht über den Winter liegen lässt und dann schöne Beeterde hat, ist doch viel besser. Die Mikroorganismen werden nicht gestört und man hat da anscheinend bessere Erde oder besseren Boden und dann auch bessere Pflanzen. Und da sage ich auch, ja, wenn ich die Möglichkeit hätte, so viel Pappe und Kompost oder Muttererde herzubringen, würde ich das sehr gerne machen. Aber hier ist überall Gras und die Grasnarbe muss halt irgendwie weg. Und deswegen werden wir halt jetzt hier in diesem ersten Jahr umgraben einmal. Dafür werden wir auch ziemlich dick mulchen alles über den Winter mit sehr viel Grasschnitt und dann später auch mit Laub, damit halt die Mikroorganismen dann trotzdem etwas haben. Und wie gesagt, ich habe ja die Fläche ja nicht ewig zur Verfügung. Und das ist eher oder mehr oder weniger ein kurzer Zeitraum. Und so eine Methode, wenn man einen Garten für sein Leben anbaut, dann macht es schon Unterschiede in den ersten Jahren, aber danach eigentlich eher weniger, wenn man den Boden sehr gut pflegt. Und ja, wir verwenden auch hier keine Maschinen. Wir tun alles mit Spaten und oder überwiegend mit Grabgabel alles umgraben. Zusätzlich werde ich in den nächsten Wochen auch neue Saaten in den Boden bringen, zumal Wintersteckzwiebeln und Knoblauch. Und bei dem Knoblauch, da werde ich wahrscheinlich nochmal ein extra Video machen, weil mich da jemand darauf hingewiesen hat, dass er auch diese Samen von der Knolle, die dann entsteht und oben dann diese Blüte hat, hat er die Samen genommen und diese kleinen Samen in den Boden rein. Und anstatt eine kleine Zehe zu bekommen, wie es ja im Internet steht oder für gewöhnlich ist, weil Knoblauch eine zweijährige Pflanze ist, damit sie ja diese Knolle ausbildet, hat er sofort nach dem ersten Jahr, als er die im Herbst oder im Spätsommer reingesetzt hat, sofort eine größere Knolle bekommen. Und genau das möchte ich dann auch ausprobieren. Und ein bisschen Feldsalat werde ich auch noch raussehen. Ist auch eine gute Gründüngung, weil es auch den Boden bedeckt und durchwurzelt. Nährstoffe da lässt natürlich auch die Mikroorganismen den Boden nicht auswäscht. Und als Gründüngung habe ich auch noch Phacelia und Buchweizen reingesetzt, einfach um halt auch Beikraut zu unterdrücken und den Boden einfach auch zu pflegen. Und das sind jetzt so die nächsten Tage, was ich im Garten bzw. hier auf dem Feld händisch tun möchte. Was ich oben bei mir im Garten machen möchte, ist zum Beispiel einen Pyrolyseofen bauen, damit ich meine eigene Pflanzenkohle herstellen kann. Es ist halt jetzt so, dass ich zwei Fässer brauche. Ich habe schon ein Ölfass und für die äußere Kammer oder für die innere Kammer brauche ich halt entweder ein größeres oder ein kleineres Fass. Und das suche ich mir halt dann momentan, was ich da halt jetzt verwenden kann als innerer Brennraum bzw. als äußere Verkleidung. Da muss ich noch ein bisschen suchen auf Kleinanzeigen und ja, da muss ich einfach mal schauen, wie ich das jetzt so hinbekomme. Wie gesagt, das eine Ölfass habe ich schon. Und das nächste ist, dass ich auch wieder ein weiteres Hochbeet bauen möchte. Dieses Mal wahrscheinlich aus Paletten. Und da suche ich mir jetzt auch gerade überwiegend Leute oder auf Kleinanzeigen, wo ich halt diese Paletten herbekomme. Das ist einfach auch
ja, schauen oder einfach irgendeine andere Holzkiste. Und sonst, ja, möchte ich auch ein bisschen Pferdemist oder Hühnermist oder sowas auch irgendwoher anschaffen, damit ich das halt auch auf die Beete mit einarbeiten kann, beziehungsweise auch in den Kompost. Online bin ich natürlich auch nicht faul gewesen. Also ich habe jetzt meine neue Webseite, projektpeace.de, habe ich jetzt fertiggestellt, beziehungsweise eine neue Seite, weil Crunchyroll doch viele Leute mit etwas anderes assoziieren, als ich meine, weil die meisten es halt nicht durchlesen, was ich halt damit meine. Und ja, ich möchte jetzt einfach eine neue Webseite gestalten und den Fokus mehr auf die Permakultur richten. Und da habe ich halt jetzt meine neue Webseite. Da verlinke ich euch einfach den Link unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch die Seite anschauen, und ich freue mich gerne über ein Feedback. Und das nächste ist, ich plane auch schon wieder im November nach Costa Rica zu fliegen. Ich weiß noch nicht den genauen Zeitpunkt, hängt auch ein bisschen vom Tai Chi ab, was mein Meister eventuell noch im November vorhat mit Seminaren, oder weil er halt auch in dem Monat 30-jähriges Tai Chi Jubiläum feiert. Ob er da irgendwas Besonderes macht, da lasse ich mich mal ein bisschen überraschen. Aber jedenfalls möchte ich nach Costa Rica wieder gehen und mich da auch jetzt ein bisschen informieren. Einerseits werde ich dort auf einer Farm sein, also eine Permakulturfarm, suche ich mir da raus, wo ich da ein bisschen mithelfen kann, Erfahrungen sammeln kann und arbeiten kann, und die mir auch die Unterkunft anbieten, damit ich auch Erfahrungen in den Land sammeln kann, Verbindungen, weil ich ja natürlich dort irgendwann auswandern möchte und dort mein eigenes Permakulturprojekt aufbauen möchte. Und ja, da möchte ich einfach schon mal erste Praxiserfahrungen in einem tropischen Gefilde aufbauen und, wie gesagt, Verbindungen, rechtliche Bedingungen und alles auch schon mal herausfinden und einfach, ja, die Zeit dort über den Winter hier genießen. Abschließend zeige ich euch noch einfach zum Spaß meine Ernte, was ich heute eingefahren habe. Jetzt diesen Abend einfach mal entspannt abgeerntet, war doch ziemlich stressig die letzten Tage. Und ja, da zeige ich euch einfach auch mal, welche Tomaten ich so habe, welche Sorten und welche mir am besten schmecken. Okay, das ist jetzt hier eine Kiste von den Tomaten, die andere könnt ihr hier drüben sehen an der Ecke. Das ist jetzt eine Kiste, die ich abgeerntet habe. Okay, das ist jetzt keine Tomate, das ist eine Aubergine. Aber sonst habe ich hier so gelbe Tomaten. So gut, Ananastomaten, die schmecken auch recht süß und saftig. Das hier ist meine Lieblingstomate. Ich glaube, das ist die Sorte Feuerwerk. Also die schmeckt unglaublich süß. Und ja, das ist schon wirklich für mich ein Gaumenschmaus, wenn ich die esse. Hier an der Seite unter der Ananastomate, hier unten, das ist eine weiße Tomate. Ich glaube, die weiße Zarin oder so. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Also ich habe nur zwei weiße Sorten. Na, das ist die jetzt ein bisschen angedrückt. Die werde ich dann heute essen. Dann ist das zum Beispiel die Indigo Blue Beauty. Ist auch, ja, eine sehr schmackhafte Tomate. Das ist hier eine kleine Reisetomate. Also da kann man halt sich immer so Stückchen abbrechen. Das ist zum Beispiel jetzt hier auch eine schwarze Ananastomate. Und sonst hier halt so ein paar gelbe Birnchen. Ganz normal die roten. Und ja, hier so ein paar Mürmelchen. Das sind einfach, ja, bunte Formen. Ja, einfach der Tomatenspaß, den man ja kennt, weil es ja sehr viele Sorten gibt. Und wenn ich dann weiter nach oben schaue, natürlich hier auch ein paar Zucchinis und Gurken, wie ihr sehen könnt. Und ein Messer. Das habe ich nicht geerntet. Eine Messerpflanze habe ich nicht. Aber das sind jetzt hier zum Beispiel eine grüne, eine gelbe. Das ist kein Kürbis, das ist eine weiße Zucchini und das ist eine sortenfeste grüne Zucchini, die hier. Also das ist die hier, die ist sortenfest, und ja, das gibt halt sehr wenige, ja, grüne Sorten, glaube ich, die samenecht sind. Zum Abschluss des Videos einfach nochmal hier eine Wassermelone. Perfekt zur Melonenverschwörung. Aber jedenfalls ist das so ziemlich das, was ich jetzt so, was ich im September alles getan hat, was ich alles für Zukunftspläne habe. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch einfach gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich kostenlos abonnieren würdet und auch auf die Glocke drückt. Dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade.
Ihr könnt gerne einen Kommentar hinterlassen. Ja, auch über einen Daumen nach oben freue ich mich immer wieder. Es motiviert mich einfach weiter Videos zu machen. Und natürlich könnt ihr mich und mein Projekt einfach teilen, damit mehr Leute auf mich aufmerksam werden. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns hier in der nächsten Episode in meinem Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.